So, Herr Bersinti, ich begrüße Sie ganz herzlich für den Feier für die 50-jährige Politische Akademie, die Volkspartei. Was sagen Sie heute an diesem Tag und was haben Sie oder was sehen Sie, was die Politische Akademie für die politische Situation in Österreich gebracht hat? Ich glaube, dass die Politische Akademie der ÖVP sehr intensiv auch bürgerliches Gedankengut weiterentwickelt hat. Wir sind nicht mehr dort, wo wir nach dem Krieg stehen geblieben sind, in der christlich-sozialen Lehre als per se, sondern haben das weiterentwickelt, auch adaptiert für das 21. Jahrhundert. Ökosoziale Marktwirtschaft, viele Notwendigkeiten, die sich heute aus dem Klimawandel geben, viele Notwendigkeiten, die sich aus der Digitalisierung geben, ist die Politische Akademie ein Vordenker. Und gehen wir auch ein bisschen weiter, die andere Situation oder andere Thema, was die ukrainische-russische Krieg ist. Wie sehen Sie die Situation jetzt zurzeit? Der Angriffskrieg der Russen ist durch nichts zu rechtfertigen. Putin und seine Nomenklatura verletzen internationales Völkerrecht aufs Gröbste. Und es ist mit allen Mitteln auch hier wirklich Einhalt zu gebieten. Auf der anderen Seite alle Möglichkeiten zu nutzen, zu Friedensgesprächen oder zu Waffenstillstandsgesprächen zu kommen. Denn die Leidtragenden in diesem Konflikt sind die Teile der Bevölkerung, Jugend, Alte, die man die Zukunft raubt. Und das ist in Hand zu halten und für uns eines der größten Ziele. Und wann glauben Sie Ihrer Meinung nach, dass wir zum diesem Gespräch kommen werden? Ich glaube, dass man Russland sehr klar aufzeigen muss, dass man weder mit einer Hungerpolitik, dass man den Getreide- und Weizenausfuhr stoppt, noch dass man hier mit Zerstörung von Dörfern und Städten Politik machen kann und hier eine klare Antwort des Westens gebraucht hat. Die hat er gegeben und jetzt ist auch die Zeit, dass man hier Russland sehr klar adressieren muss. Es braucht einen Weg zum Verhandlungstisch. Herr Präsident, vielen Dank für Ihr Gespräch und schönen Abend noch. Danke. Dankeschön.